Cottbus ist Hochburg des Fahrraddiebstahls. Im letzten Jahr sind laut Statistik über 2000 Fahrräder verschwunden. Viele Cottbusser haben damit schon ihre Erfahrungen machen müssen. Ja, da guckst du dumm, wenn du früh kommst und das Fahrrad ist weg. Natürlich. Dreimal schon. Dreimal schon? Wie ist das passiert? Oh, ganz einfach. Einmal aus dem Keller und zweimal vor der Haustür. Na, das wurde aus dem Keller, aus dem Fahrradraum direkt, der verschlossen war und das Fahrrad auch angeschlossen war, rausgeklaut. Von fast 5.900 Diebstählen im Jahr 2014 nimmt das Fahrrad ganze 34% ein. Warum das Cottbuser Lieblingsgefährt sich so gut als Diebesgut macht, hat einen ganz einfachen Grund. Zum einen haben wir hier in der Stadt ein Problem mit Betäubungsmittelkriminalität. Zum anderen gibt es auch grenzüberschreitende Kriminalität, wo hier Fahrräder gestohlen werden. Die werden ein bisschen nach Osteuropa, also Weißrussland, Ukraine verbracht. Aber ein Großteil der Fahrräder bleibt hier in der Region. Um schnell Geld zu machen, wäre ein Einbruch oder sogar ein Bankraub viel zu aufwendig. Für Kriminelle ist der Fahrradklau daher eine fixe Nummer, um an Geld zu kommen. Den Dieben sollte man es daher besonders schwer machen. Wie das geht, verrät Axel Schulrath von Fahrradschenker. Denn nicht nur das richtige Schloss ist wichtig, sondern auch wie und wo man es anschließt. Ja, wie schließen wir unser Fahrrad an? Oft ist es ja so, dass die Räder, wir beobachten, dass sie in den verschiedensten Ständen einfach eingestellt werden. Oft ein flexibles Seilschloss genommen wird. Vorderrad und Rahmen gesichert. Und das war's. Wegtragen können wir es jetzt schnell. Wir haben ja die Möglichkeit, das Rad einfach rückwärts reinzustellen. Wir haben den Rahmen. Und schon hätten wir das Rad gesichert. Wir haben weniger Angriffsfläche, um dieses Schloss zu öffnen. Das wäre der ganz große Vorteil, wenn wir das Rad rückwärts reinstellen. Rahmen gesichert, Rad gesichert. Wegtragen geht schwer. Bei einem richtig angeschlossenen Fahrrad überlegt es sich der Dieb bestimmt zweimal, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Trotzdem kann es auch helfen, die Augen gegenüber ungewöhnlichen Dingen offen zu halten. Wenn einem etwas ungewöhnlich vorkommt, also Personen gehen von Hauseingang zu Hauseingang, prüfen, ob der offen ist. Ich gehe vielleicht in den Gemeinschaftskeller, da sehe ich eine Person, die da überhaupt nicht hingehört. Bitte diese gleich ansprechen. Die Personenbeschreibung merken und scheuen sie sich nicht, die Polizei zu rufen. Oder wenn sie sagen, hier ist aber kein Fahrradgeschäft und da steht ein Transporter, der lädt aber mehrere Fahrräder ein, gleich 110 rufen. Dass ein geklautes Fahrrad einem ordentlich die Laune vermiesen kann, steht außer Frage. Deshalb sollte man alle Möglichkeiten zur Sicherung nutzen, damit einem beim nächsten Gang zum Fahrradständer keine böse Überraschung erwartet.